Meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich hoffe, dass ich sie heute Abend noch alle zu Gesicht bekomme. Aber so jeder doch. Bist du nur da? Oh, ladies and gentlemen, showtime. Hör auf mit dem Verzell, Schultern. Du bist doch bloß neidisch, wenn mich das Mädchen etwas in dem Foyer gebützt hat. Dich hat ein Mädchen geküsst? Und angelacht, oh und ja. Und angelacht? Oh ja. Das ist Geschmackssache. Wieso das dann? Wie ich das erste Mal gesehen habe, musste ich auch lachen, ehrlich. Du hast es gerade nötig, gerade du. Yes. Ich meine, du sollst uns jetzt für den Fjord und der Wede zieht, dass du uns jetzt abnimmst. Ich habe doch gerade eine Schlankheitskur gemacht. Was hast du dann für eine Kur gemacht? Eine Essigkur. Was ist das dann? Essigschwatt oder Essignix? Guck mal hier. Mach doch auch mal eine Schlankheitskur. Was soll ich auch eine Essigkur machen? Auf die lange Basis musst du nehmen, das ist besser für dich. Was ist das dann? Lange liegen. Liegen? Liegend abnehmen, das und, ist gut. Und dann nehmen die ab. Ach, ich habe da Ausgrabungen gesehen im Fernsehen. Mein Gott, was waren die schmal. Oh. Du hast ja gerade nötig, so jetzt gesagt. Du sollst so ein bisschen Sport machen, so wie ich das auch tun. Machst du Sport? Ich mache Sport. Los, ich fahre immer mit dem Fahrrad durch die Gegend. Das hilft mir viel. Ja, ja, du sollst auch uns Sport machen. Du fährst Fahrrad, ne? Ich fahre Fahrrad. Selbst, live. Oh ja. Das muss aber sehr blöde aussehen, wenn du auf dem Rad sitzt, ne? Ja, wieso das dann? Haben Sie schon mal ein Ei am Fahrrad gesehen? Aber du tust auch uns jetzt Sport machen. Ich mache viel Sport, ich bin Masseur. Was bist du da für ein Masseur? Ich massiere Frauen, ich habe eine Fußball-Damenmannschaft unter mir. Ja und? Die muss ich massieren, ich bin vereidigt, weil ich hübsch und gut aussehe. Und die denkst du massieren? Ja, ich bin sehr gefährdet. Wie mäst du das dann? Das ist eine körperliche Angelegenheit, da musst du voll zuschlagen. Ja, wie dann? Da sind ja Frauen bei wie Kleiderschränke, da muss ich die Schubladen polieren. Verstehst du? Da musst du voll... Ja, kannst du mal sagen, was das immer ist? Die nächste bitte heißt das. Das ist körperliche Anstrengung, ja. Jetzt will ich dir aber uns jetzt sagen, yes. Ich habe mir ja jetzt eine Freundin angeschafft. Eine tofte Frau, ein nettes Mädchen. Da kann ich jetzt immer 4 Stunden mit durch den Wald spazieren. Das freut mich, Herr Jägermeister. Oh ja. Freut mich, jawohl. Sollst du noch einmal in den Wald kommen, bleib direkt da, versteck dich für Ostern, wenn die Kinder kommen, ne, oder? Meine nur, ne? Ich habe auch eine Freundin. Was ist damit der? Die kommt aus London bei England. Aha. A lovely girl. Ja? A lovely girl. Wir sprechen ja nur Englisch. Ja? Yes. Was sagt er? Ich dann ihr was sage, ich sage, you give it vigor und so, weißt du? Ja. Und sie sagt, I give him vigor. Weißt du? Anastasia? Ja, ja, yes. Ja. Oder I love you. Ja. I love you. Ja, und? Das heißt, ich liebe dich. Ja. Oder I love you too. Was ist das dann? Ich liebe dich zweimal. Und dann geht das immer so weit und so weiter. Und das Eigenartige und das Schöne dabei ist ja, wir gehen jeden Tag 2 Stunden ins Heu. Was hört ihr? 2 hours in the Heu. Yes, yes. Ja, kannst du mir dann auch uns sagen, was ihr da macht? Das weiß ich auch nicht genau, aber es könnte mein Hobby werden. Gerade nötig, da. A lovely girl, ist das a lovely girl. Es ist Wahnsinn. Es ist lovely. Da musst du aber Englisch können, wenn du so ein Mädchen kennenlernen willst. Da musst du Englisch sprechen, perfekt. Englisch? Ja, du kannst ja kein Englisch. Nee, da wirst du auch nie eine Engländerin kennenlernen. Aber meine Frau, die spricht Englisch. Deine Frau spricht Englisch? Oh ja. Ja, das stimmt. Das habe ich gestern Morgen beim Frühstück gehört. Wieso das dann? Wie sie zu dir gesagt hat, SDI.